Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Wir machen weiter mit der Erkundung der neuen Orte, die wir entdeckt haben. Und wir fangen erst einmal mit diesem Damm hier an, dem Kleitra Damm. Den Schatz habe ich bereits lokalisiert. Jetzt Du muss ich nur da! noch schnell Halt! daran kommen. Na toll, und jetzt sind hier gerade zwei Wachen. Ja, geil. Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Wäre nicht schlecht. Einmal und zweimal. Oh, beim Pinkeln getötet zu werden, das ist, glaube ich, auch ein Scheißtod. Ja, komm schon. Okay. Fertig. Raus hier. Bye bye. Nein, Bayek. Och, da kannst du nicht drüber klettern, oder was? Das gibt's ja nicht. Naja, egal. Okay. Dann als nächstes in die Richtung. Da lang. Okay. Sennehemtiefen. Oh je. Hey, was? Bye bye. Ganz tolle Wachen seid ihr, by the way. Oh Gott, was ist denn hier? Ach du Scheiße. Oh. Das ist gerade sehr unangenehm. Nur der eine Schatz hier. Kohlenstoffkristall. Oh Gott. Oh, Bayek. Da würde ich mich direkt 10 Stunden lang duschen, nachdem ich an so einem Ort gewesen bin. Ah, na toll. Kettenattentat war nicht mehr möglich. Aber der Sprungangriff, immerhin. Besser als nichts. So, als nächstes auf den nächsten Aussichtspunkt. Und mir einen weiteren Panoramablick gönnen. Na? Ich habe mir ehrlich gesagt den Ort etwas höher vorgestellt, aber zugegeben, im Vergleich zum restlichen Gebiet, das in direkter Umgebung liegt, ist er durchaus schon hoch genug. Das dürfte reichen. Und ich bin mir sicher, ich werde in Zukunft wahrscheinlich noch etwas höhere Orte erklimmen. Ne? Kann sein, dass ich mich täusche, aber bei all den Gebieten, die ich noch nicht entdeckt habe, möchte ich diese Möglichkeit noch nicht ausschließen. Da gibt es bestimmt noch einiges, was ich noch nicht gesehen habe. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Okay, na dann. Boah, bis ganz zur Spitze. Alles klar. Nice. Sinneswahrnehmung erweitert. Perfekt. Direkt vor mir. Oh, naja, nicht wirklich direkt vor mir. Oder? Eher neben mir. Ist der Ort direkt dort? Tatsächlich. Mit anderen Worten. Hoppala, pardon. Mit anderen Worten, es wäre besser, wenn ich hier in den oberen Gefilden bleibe. Ein direkter Nachbar des Schnellreisepunktes ist ein weiterer Steinkreis, der des Horus. Nice. Ha, jedes Mal, wenn ich einen der Steinkreise sehe, hüpft mein Herz leicht vor Freude. Denn das bedeutet, dass ich einen Schritt näher an diesen einen noch nicht entdeckten Ort komme, der unter der Sphinx auf uns wartet. Der lässt mir keine Ruhe. Sodele. Das ist Horus, der Falke, der große Schwarze, Gott des Himmels. Die Sonne ist sein rechtes Auge und der Mond sein linkes. Für immer fliegt er durch den Himmel und bringt Tag und Nacht. Tragen die Magier nicht das Horusauge? Ja, Chemo. Und der Pharao ist Horus, oder? Ja, mein Sohn. Der Pharao ist Horus im Leben und Osiris im Tod. Deshalb regiert der Pharao nicht nur Ägypten, sondern die ganze Welt. Aber nur ein wahrer Pharao.
Okay, das war's wohl mit dem Dialog. Alles klar. Horus. Nice. Ha, wunderbar. Es wird immer besser. Okay, dann werden wir als nächstes zu dem Ort gehen, der vor uns liegt. Dort eine weitere Nebenquest annehmen, wie es scheint. Ah, guckt euch diese Landschaft hier wieder an. Oh, herrlich. Steinkreis des Horus. So, genau. Als nächstes in diese Richtung. Nicht nur die Quest abholen, sondern auch den Ort, der direkt hinter ihm liegt. Kriege ich ja auch einen Todessprung hin? Yep. Perfekt. Ich meine, zugegeben, im Vergleich zu Death Stranding, das ich gerade zocke, ne, was Grafik gerade von der Landschaft angeht, kann Assassin's Creed Origins nicht wirklich mithalten, aber ganz ehrlich, das muss es auch nicht. Erstens ist das Spiel deutlich älter als Death Stranding und zweitens, auch wenn dieses Spiel nicht ganz so gut aussieht, es hat doch seine eigene Schönheit. Und das muss man auch mal an den Spielen sehen. Dass das Spiel nicht immer, dass die Spiele von der Grafik her natürlich nicht alle auf einem Stand sind, das ist klar. Deswegen muss man bei den Spielen immer gucken, welche Schönheit bietet das Spiel selbst. Und es nicht immer mit anderen Spielen vergleichen, die derzeit das Nonplusultra sind. Die Banditen werden bald wieder hier sein, Brüder. Wir gehen in das letzte Gefecht. Verpasst ihnen ein paar Narben, bevor sie unsere Kehlen aufschlitzen. Wir stehen dir bei, Rai. Wir sind es alle müde, wegzulaufen. Unser Blutschwur zu diesem Land ist unverwüstbar. Okay, ich wollte nur noch kurz sagen... Er wird nie fallen. Er ist mehr wie eine Festung, so robust wie ein Berg. Den Leuchtturm wird es auch in 2000 Jahren noch geben. Genau wie die Bibliothek. So viel zu einem lockeren Monat. Ich wurde zu den Gruben abkommandiert, um die Bergleute zu überwachen. Ich hasse es dort. Da gibt es massenweise Löwen und Hyänen. Okay, bevor ich unterbrochen wurde, wollte ich sagen, das würde diesen Spielen einfach nicht gerecht werden. Punkt. So. Ich werde mal den neuen Parfum. Ach nö. Warum versteckt ihr euch in diesen Ruinen? Ein Magi. Endlich zeigen die Götter Erbarmen. Ich bin Rai. Und das sind die Reste meiner Familie. Banditen haben uns von unseren Bauernhöfen verjagt. Wir können sonst nirgendwo hin. Wir haben nichts Wertvolles dabei. Und sie verfolgen uns schon seit Tagen durch diese Einöde. Ich kenne viele Banditen. Sie sind zynisch und herzlos. Sie haben so viele getötet. Meinen Vater, meinen Sohn. Hier sind alle, die noch von unserem Dorf übrig sind. Die Banditen werden wiederkommen, um uns fertig zu machen. Steh uns bei, Magi. Hilf uns, endlich Rache zu nehmen. Rache ist mein Credo. Ich werde euch helfen. Wie ist euer Plan? Es gibt eine Klippe nicht weit von hier. Von dort aus können wir die ganze Gegend überblicken und unsere Verteidigungsstrategie planen. Gehen wir. Diese Einöde ist gefährlich. Sind es nicht Banditen? Dann Hyänen oder andere Tiere. Re sei Dank, weiß ich einen Bogen zu benutzen. Das ist eine schöne Waffe. Ungewöhnlicher Stil. Als mein Vater ihn mir gab, war er 3 Handbreit größer als ich. Die Jungs zogen mich gnadenlos damit auf. Jetzt macht er mich traurig. Ich denke ständig an Vater. Gehen wir jetzt gerade wirklich zu der Klippe, die ich gerade eben noch erkundet habe? Boah. Weg! Haut ihr wohl ab! Böse Hyänen! Lass sie in Ruhe! Wirst du wohl. Okay, welchen Weg nimmt sie jetzt, um da hochzukommen? Die goldene Mitte. Okay. Hast du das gesehen, in der Nähe des Eingangs? Da sind Zeichnungen an der Wand. Oh ja, da ist ein Symbol von Horus. Aber es ist leicht verändert. Es sieht sehr alt aus. Was ist das für ein Ort? Du kommst ziemlich schnell voran, Rai. Ich kenne diese Höhlen. Sie sind ein natürlicher Tempel. Was hast du da für einen Anhänger? Ein alter Adlerkopf. Ich hoffe, er bringt uns Glück. Okay. Oh, ich dachte schon, dass da unten rechts wäre ein geheimer Eingang.
Er wäre auch sehr gut versteckt gewesen. Ja, da bei wären den Göttern. Wir. Wow. Das ist wunderschön. Ich könnte hier stundenlang bleiben. Direkt an dem Steinkreis vorbei. Naja. Hätte ich auch gar nicht wissen können. Schick. Okay. Genug getrödelt. Wir müssen planen. Wo die Banditen auch herkommen. Meine Brüder stehen in den Ruinen bereit. Ich bleibe hier oben und halte Wache. Wenn sie kommen, gebe ich ein Signal. Dann greife ich von hinten an. Ich will nicht respektlos sein, Rai. Aber ihr seid keine Soldaten. Die Banditen sind Mörder. Deine Bauernfreunde überstehen diesen Kampf vielleicht nicht. Ich weiß, Bayek. Ich habe wirklich sehr viel Angst. Wäre deine Familie in deinen Armen gestorben, würdest du das verstehen? Ich kann jetzt nicht davonlaufen. Glaub mir, ich verstehe das. Oh ja. Und ich kämpfe mit dir. Fürs Erste gehe ich zu den anderen zurück. Beeil dich. Es ist ein langer Weg den Berg hinunter. Meinst du? Bayek! Für mich nicht. Was? Du bist doch kein Adler. Tja. Geht es dir gut? Das war verrückt, aber erstaunlich. Ja. Bayek steckt voller solcher Dinge, meine Liebe. Ein langer Weg. Nicht für mich. Nicht für Bayek. So, wahrscheinlich werde ich jetzt erst einmal ein paar Gegnerwellen ausschalten müssen, oder? Mit dir haben wir eine Chance. Die Banditen sind Dämonen. Was immer auch passiert, vielen Dank für deine Hilfe. Was wolltest du sagen? Gern geschehen. Magi, du bist zurückgekehrt. Natürlich. Ja, deine Schwester bleibt auf der Klippe. Sie gibt uns ein Zeichen, wenn die Banditen kommen. Diese Ruinen sind eng. Es könnte sich lohnen, Fallen zu stellen. Feuer und Öl vielleicht. Habt ihr Vorräte? Feuer? Eine schöne Idee. Ja, haben wir. Beeilen wir uns. Gut. Begib dich auf das Dach und halte Wache. Ich komme bald nach. Mit diesen Ölkrügen könnte ich den Banditen Fallen stellen. So oder so sollte ich wieder mit Rais Bruder sprechen, wenn ich fertig bin. Okay. Oh je. Ich würde sagen, ich packe die Dinger schön in die Nähe von anderen brennbaren Sachen. Dass das Feuer auch bei den Typen möglichst viel Schaden anrichten kann. Der Trophäe wird es wahrscheinlich eh nicht zuträglich sein. Da werde ich ja noch den einen Farming-Spot besuchen müssen. Sowieso. Upsala. Ah! Na toll. Wie ist das denn jetzt passiert? Das gibt's doch nicht. Upsala. Nein. Was komm schon. Wo kommt denn der ganze Rauch her? Das war ich. Sorry. Mein Fehler. Soll nicht wieder vorkommen. Upsala. Okay, das Ding ist zum Glück nicht zerdeppert. Obwohl ich damit gerechnet habe. So. Das eine Ding packe ich noch hier hin. Und den letzten Krug würde ich sagen, tue ich hier hin. Okay. Na denn, ich bin soweit. Na komm. Ah. Ich bin fertig. Dann warten wir und beten. Okay. Oh boy. Alter. Das Signal. Töte die Banditen. Sie. Die Banditen sind hier. Wow. Wir sehen euch, ihr kleinen Ratten. Ihr könnt euch nicht vor uns verstecken. Wo ist die Frau? Mist. Gebt uns den Bogen. Vielleicht lassen wir euch leben. Vielleicht auch nicht. Ah, sorry. Ich töte dich. Na, Sophie. Ha! Ach, das brennt! Hey, zu mir, Brüder! So,
auf dass euch schön heiß wird. Ich hab keine Schussbahn! Dass ich auch immer nur die Umgebung von denen treffe, aber nie die Typen selbst. Ach komm. Der eine Mistkerl. Dich schlitze ich auf! Oh, das gibt's nicht! Mieser Drecksack. Erwischt. Adelphos! Ärger hier! Stirb, du Sau! So, komm schon. Jawohl. Kein Gegner. Du hättest fliehen. Jawohl. Aber es sind noch mehr da draußen und sie kommen zurück. Sie waren hinter Vaters Bogen her. Was? Das alles für einen alten Bogen? Aber warum? Das ergibt keinen Sinn. Den hätte ich ihnen gegeben. Vielleicht können wir das noch. Sie hätten euch trotzdem getötet. Es gibt nur eine Möglichkeit, sie aufzuhalten. Ich muss ihren Anführer erledigen. Ich sah, dass sie aus dem Südosten kamen. Sie kampieren sicher in den Bergen hier in der Nähe. Dann werde ich dort mit der Suche anfangen. Bajek, bevor du gehst, bitte, nimm den Bogen. Wir sind sicherer, wenn du ihn hast. Er wurde im Kampf beschädigt und macht mich jetzt sowieso nur traurig. Ich bin sicher, dass er noch Kraft hat. Du ehrst mich, Rai. Der Bogen ist ägyptisch, doch älter als alles, was ich je sah. Er ist erstaunlich leicht. Und die Balance ist perfekt. Die Wurfarme sind zum Teil aus einem seltsamen schwarzen Stein. Kommt mir bekannt vor. Ich untersuche es, wenn ich mit dem mörderischen Anführer fertig bin. Interessant. Aber zuallererst werde ich mal diesen Ort hier noch erkunden. Ein Flusspferdversteck. Jut, jut. Vielleicht sollte ich mal zu den Doppelschwertern wechseln. Guckt euch das mal an, ey. Stich, 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 stich. Nice. Die Dinger entfalten die gewollte Wirkung. Sie stechen so schnell zu, dass der Gegner kaum zum Angriff kommt. Naja, ich sagte kaum. Komm schon. Komm schon. Ah. Hungriger, hungriger Hippo. Hungry, hungry Hippo. Ach, das gibt's nicht. So. Erwischt. Ah. Flusspferdversteck abgehakt. So, wir können uns auch neue Ausrüstung herstellen. Schon seit dem letzten Part. Entweder das oder ich erhöhe die maximale Anzahl an Hilfsmitteln. Ah, lieber den Köcher erhöhen. Oh, das kann ich immer noch erhöhen, die Hilfsmitteltasche. Nice, mache ich. Bäm. Damit ist auch sie in den epischen lilanen Status erhoben worden. Wunderbar. So. Okay, genau. Oh, zwei Skillpunkte, stimmt ja. Wir brauchen nur noch einen. Ah, hier, der Bogen. Ein antiker Bogen, der aus einem seltsamen schwarzen Stein besteht. Bajek hat ihn von der ägyptischen Bäuerin Rai bekommen. Trotz seines Alters ist der Bogen hervorragend ausbalanciert, auch wenn er momentan zerbrochen ist. Ansonsten haben wir erstmal nichts. Ja, Moment, genau. Das hier wollte ich sehen. Ach, naja. Es ist praktischer, wenn ich von diesem Punkt aus die Straße runtergehe und dabei dieses Fragezeichen noch mitnehme. Das wäre, glaube ich, besser. Okay. Dann begeben wir uns mal zu den Banditen. Okay, da wäre ich schon mal im Sichtradius. Senno, walte deines Amtes. Dort. Okay. Ziel anvisiert. Wird wahrscheinlich wieder eine kleine Höhle sein, in der sie sich verschanzt haben. Ja, sieht ganz danach aus. Ah ja, diese Höhle. Alles klar. Die anderen sollten schon längst zurück sein. Sie werden den Kampf doch nicht verloren haben. Oder doch? Ja. Wenn du wüsstest. Oh Gott, ey.
Okay. Banditenbrief. Ihr wisst, dass unser Anführer von antiken Schätzen besessen ist. Diese Bauern wissen gar nicht, was der Bogen wert ist. Wir brauchen ihn um jeden Preis. Mir ist egal, wie viele ihr töten müsst. Wenn ihr fertig seid, kommt zum neuen Versteck. Der von der alten Höhle aus nach Osten in Richtung der Olivenplantagen. Am Ende des Weges findet ihr einen verborgenen Eingang zu einer unterirdischen Grabkammer. Dieser Ort ist perfekt. Wir können langfristig dort bleiben. Niemand wird uns finden. Außerdem haben wir hier etwas entdeckt. Eine geheime Kammer. Wir versuchen immer noch, sie zu öffnen. Ein Brief vom Bandenanführer. Er sammelt alte Waffen. Er wollte diesen Bogen so dringend, dass er dafür tötete. Aber warum? Er ist nicht hier. Sie haben ein neues Versteck in einem nahen Grab. Sie halten sich für unauffindbar. So, meine Freunde. Jetzt komme ich. Huhuhu. Davon abgesehen, ich glaube, ich weiß schon, von welchem Ort sie sprechen. Das Grabmal, in dessen Nähe noch das Versteck der alten Zivilisation ist. Da, wo ich bereits gewesen bin. Ja! Das ist im Suchradius, also wird das definitiv der Ort sein. Alles klar. Da wäre ich schon mal in der Nähe, auch wenn ich bereits weiß, wo genau ich suchen muss. Ach, na komm schon. Ich wollte schon sagen. Ich weiß doch eigentlich auch schon ohne Sendung, wo ich als nächstes lang muss. Ich wusste nur nicht mehr den exakten Punkt. Interessant, dass diese Quest mich bis an diesen Ort hier führt. Bis an den Punkt, wo die alte Zivilisation einen Stützpunkt errichtet hat, beziehungsweise einen Tempel, was auch immer. Momentchen mal. Wo? Wow, hi. Okay. Bye bye. Hier muss es sein. Upsala, was war denn dort? Der Anführer ist in dieser Grabstätte. Bei den Göttern. Das ist sehr alt. Irgendetwas ist ungewöhnlich am Mauerwerk. Diese Zeichnungen ähneln denen auf Rais Bogen. So, hier, Fackeln! Abfackeln! Okay. Nice. Mit der Fackel noch erledigt. Gewarnt seien alle, die diesen Ort betreten, denn hier liegt Semenchkare. Lebendig sind die Erscheinungen des Reh. Alles klärchen. Heißt das etwa, dieser Bogen, den ich gerade bei mir habe, könnte ein Überbleibsel der alten Zivilisation sein? Tatsächlich? Wow, zu dunkel. Viel zu dunkel. Okay, dann darf ich mich noch einmal auf eine kleine Tauchertour begeben. Einmal geradeaus durch. Roter göttlicher Feld. Und die Dummholis verkaufen und dieser Einöde den Rücken kehren. Wir haben eine ganze Grabstätte voll mit schwarzen Steinen. So, du Mistkerl. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Dein Banditendasein hat hiermit ein Ende. Kettenattentat hat leider nicht funktioniert. Aber egal. Der Typ ist erledigt. Mörderischer, habgieriger Scheißkerl. Er wird die Bauern nicht mehr belästigen. Er trug Stücke des Schwarzsteins bei sich. Vermutlich aus der Grabstätte hier. Es ist dasselbe Material wie in Rais Bogen. Es passt. So sollte es gehen. Nun ist die Waffe perfekt. Okay. Wow, Quest abgeschlossen. 7 Bauern. Krass. Oh, und ich bekomme eine Trophäe dafür. 7 Bauern. Geil. Ha.
Amun-Re, beschütze seinen Namen, unsere leuchtende Eminenz Semenchkare, erster der wahren Söhne, Herold der Ältesten und verehrter Architekt des Ordens. Er, der mich bat, die heiligen Schriftrollen zu sammeln, auf dass wir sie ewig aus den Gefilden der Bimsen beobachten können. Er, der verstummen lässt, was geheim ist und beschützt, was bekannt ist. Achtung, Feinde des Ordens, denn er wird vor jenen stehen. Klappe, die vor uns kamen, und sie werden ihn für würdig erachten, sie anzubeten und ihnen zu folgen. Daher werdet ihr fallen. Oh. Was? Haha! Ach komm! Nähern kommst du nicht! Hab ich dich! Autsch. Okay, diese Nebenquest zugegeben. Unerwartet, aber die Tatsache, dass sie mir eine Trophäe verschafft hat, kann ich durchaus verstehen, denn schließlich bin ich durch diese Trophäe an den Ort der alten Zivilisation oder auf ihn gestoßen sozusagen. Wenn ich nicht schon vorher dorthin gekommen wäre, hätte mich die Quest dorthin geführt. Also kann ich durchaus verstehen, dass das eine Trophäe wert ist. Alles klar. Jetzt, wo das abgehakt ist, könnte ich theoretisch schon den Part beenden, denn mein Wecker hat sich bereits vor kurzem gemeldet. Ich frage mich nur gerade, soll ich nicht eventuell noch die beiden Fragezeichen-Orte hier in der Nähe abschließen? Oder soll ich mir das für den nächsten Part aufheben? Oh, nö. Ich will das Gebiet hier lieber erstmal abschließen. Ich mache das noch in diesem Part. Ein Hyänenbau. Habe ich mir schon fast gedacht, wenn da hinten das Rudel schon hier rumhängt. Oh oh. Lieber mit der Lanze. Bei so einer Vielzahl an Gegnern. Okay. Ah, sehr gut. Das automatische Looten von Nahkampf-Kill-Opfern, das erleichtert schon so einiges. Auf die Art und Weise muss ich die meisten Gegner gar nicht mehr looten. Ein paar muss ich scheinbar dennoch manuell um ihre Habe erleichtern. Aber das macht nichts. Hauptsache der Großteil von ihnen ist automatisch geplündert. So. Das reicht ja schon vollkommen aus. Perfekt, damit habe ich wieder einiges an Fällen und scheinbar wieder neue Ausrüstung herzustellen. Stabilisierungshandschuh. Ja, gerne. Her damit. Nice. Ein neuer... Ach, stimmt. Ist es das hier? Bogen der Wadjet? Ein tödlicher... Ne. Ich glaube, das war es nicht, oder? Ich habe jetzt leider nicht drauf geachtet, was für einen Bogen ich gerade eben bekommen habe. Das hier vielleicht. Obsidianbogen. Die Fasern der Sehne dieses Bogens bestehen aus stygischem Glas und rotem Blut. Ich glaube eher, das müsste doch schon etwas Legendäres sein, oder? Merkwürdig. Naja. Gut, den Ort hätten wir damit schon mal abgehakt. Jetzt fehlt nur noch der hier nahe der Küste. Oder an der Küste eigentlich. Diurix Megale Anlegestelle. Oioioi. Ein leichter Zungenbrecher. Aber, naja, kriegen wir schon hin. Scheinbar nur ein Schatz hier. Ein paar Wachen und ein Hauptmann. Das sollten wir hinkriegen. Halt! Bleib stehen! Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Lieber nicht. So. Oh, oh. Oh. Das war knapp. Ich werde trotzdem
Hey! Oh, oh. Mist. Was? Das war's. Stirb! Da! Ich sammle die Truppen! Komm schon. Ich erlege ihn! Oh oh. Die Batterie von meinem Controller ist fast leer. Hey, ich hoffe, er gibt jetzt nicht noch Knall. Oh. Nice! Ja, auf Wiedersehen. Nice, damit wäre der Ort auch abgehakt, obwohl ich den Schatz hier noch gar nicht geholt habe. Ah, er war doch noch nicht beendet, obwohl der Haken da schon existiert hat. Komisch. Hm, naja. Ach so, wahrscheinlich war dieser Ort damit gemeint. Oh. Ja gut, da lagen die beiden Orte zufällig aneinander und ich habe sie verwechselt. Alles klar, damit ist das Rätsel auch gelöst. Super, Leute. Dann würde ich bei der Gelegenheit den Part für heute beenden. Also dann, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, wo wir wahrscheinlich an diesem Schnellreisepunkt starten werden. Also dann, bis dahin, Leute. Ciao, ciao.